Film ansehen, sich bequem zurücklehnen und die Bilder betrachten, möchten wir klarstellen. Dies ist ein Werbefilm. Er wirbt für ihr Verständnis gegenüber Kernkraftwerken. Sollte Ihnen allerdings das Gruseln beim Wort Kernkraftwerk lieber sein als die exakte technische Information, wir haben Sie gewarnt. Als das Rad erfunden wurde, und das ist ja nun auch schon ein paar tausend Jahre her, gab es ein paar Vorsichtige. Die warnten vor den bösen Folgen. Die Götter könnten vielleicht zornig werden. Nein, ganz bestimmt würden sie das werden. Und so weiter. Ja, und die Leute, die von der Katastrophe und vom Weltuntergang reden, die gibt es heute noch. Die Welt allerdings scheint sich darum wenig zu kümmern. Sie ist immer noch da. Gegen Strom, gegen Elektrizität ist ja niemand ernsthaft. Man sollte aber nicht vergessen, dass das nicht immer so war. Die ersten Hochspannungsleitungen mussten gegen Attentate von Naturschützern bewacht werden. Gedichteschreiber sprechen sich auch heute noch anklägerisch gegen das ach so kalte Licht der Glühbirnen aus. Im Finstern schreiben sie deswegen allerdings noch lange nicht. I like the lights, the candles. Er mag Kerzenlicht und den Duft von Petroleum. Also die Elektrizität, die konnte sich durchsetzen. Man braucht den Strom ja. Der Verbrauch steigt sogar. Und wie? Strom muss ausreichend erzeugt werden. Man kann ihn nämlich nicht lagern, keine Vorräte ansammeln. Wenn einmal nicht genügend erzeugt werden kann, Zwangsabschalten. Ja, wir wissen es eigentlich alle. Ohne Strom, da schaut's finster aus. Kein Licht zu Hause und auf der Straße. Oder die Tramway steht still, die Straßenbeleuchtung fällt aus. Zwangsabschaltung? Zwangsabschaltung. Zwangsabschaltung. Wir in der Schweiz können unsere Elektrizitätsversorgung nicht mehr ohne Kernkraftwerke aufrechterhalten. Stellen Sie sich einmal vor, ein Kinderspital ohne Strom. Ja, ohne Strom wird es still. Ganz still. Man müsste entweder den Strom rationieren oder rigoros blockweise Abschaltungen vornehmen. Verehrte Damen und Herren, leider müssen wir unser Programm für die nächsten 3 Stunden wieder unterbrechen. Wir empfehlen Ihnen aus unserer Broschüre »Wie unterhalte ich mich ohne Strom?« das Heimspiel Nummer 6. Das Heimspiel Nummer 6. Kernkraft. Kernenergie. Kerngesund. Noch ist die Zwangsabschaltung, der Zwangsurlaub vom Strom ein böser Traum. Vorläufig. Man muss also Strom erzeugen können, ohne auf die traditionellen Energiequellen, auf Wasser, Öl oder Kohle zurückgreifen zu müssen. Heute bietet sich eine einzige brauchbare Alternative an. Die Stromerzeugung im Kernkraftwerk. Das ist der Grund, warum überall auf der Welt Kernkraftwerke gebaut werden. Kann ein Reaktor zu heiß werden? Gefährlich werden? Durchgehen? Nein. Nein, das glaube ich nicht. No. Nein. No. Müsste Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, fahre ich so weg. Oh, I don't think it would explode. There's no way it would be able to blow up like an atomic bomb. Because of the way it's designed and the type of fuel that we use here. Aus neutronenphysikalischen Gründen ist es einfach völlig unmöglich, dass Kernbrennstoff, wie er auf der ganzen Welt in Leichtwasserreaktoren verwendet wird, explodiert oder durch unbeabsichtigte oder beabsichtigte Betriebszustände zur Explosion gebracht werden kann.
Gibt es Strahlen erst seit den Kernkraftwerken oder seit wann? Seit die Erde existiert, gibt es Radioaktivität aus dem Boden. Und seit es Menschen gibt, leben sie mit der Strahlung. Auch ohne irgendeine Technik. Ohne Angst. Strahlung gehört zur Erde. Überall. Die zweite natürliche Strahlung ist die kosmische Strahlung aus dem Weltall. Auch mit ihr leben die Menschen seit Millionen von Jahren. Auch sie. So wie ihre Eltern und Großeltern. Wie wir alle. Und dies ist drittens die angenehmste Art, wie Strahlung auf unseren Körper einwirkt. Durch die natürlichen radioaktiven Stoffe in unserer Nahrung. Seit dem ersten Apfel von Eva damals. Die Summe dieser natürlichen Strahlung kann man messen. Es sind in Österreich 125 Millirem pro Jahr. Dazu kommen noch künstliche Strahlenbelastungen durchs Fernsehen, durch Betonbauten oder Flugreisen. Jeder Transatlantikflug bedeutet eine Mehrbelastung von 2 Millirem. Ebenso viel Strahlen wie bei 2 Jahren Aufenthalt neben einem Kernkraftwerk. Eine zusätzliche Höhenstrahlung nehmen auch alle Skifahrer und Bergsteiger gerne auf sich. Auch die Medizin benutzt in Diagnostik und Therapie radioaktive Strahlen. Du bist ganz schön verseucht. Und was strahlt ein Kernkraftwerk aus? Ein Kernkraftwerk strahlt Sicherheit aus. Die haben wirklich gute Arbeitstilfälle für uns am Boot und just Atomkraftwerk hier. Ein Interview in Schweden neben dem Kernkraftwerk. Wir haben sie gefragt, wohnen Sie hier beim Kernkraftwerk? Ja, hat sie gesagt. Und fürchten Sie sich davor? Fürchten Sie für Ihren kleinen Sohn? Nein, natürlich nicht, hat sie gesagt. Natürlich nicht. Weniger als ein Hundertstel der natürlichen gewohnten Strahlenbelastung kommt aus einem Kernkraftwerk. Ja, Sie sind jetzt besser informiert über Kernkraftwerke. Mit dem Märchen von der Explosion kann man Sie nicht mehr so leicht schrecken, weil Sie mehr wissen. Oder mit der Strahlenangst. Sie kennen die Kernfrage. Österreichs Kernkraftwerke sichern unsere Stromversorgung. Sie schützen uns vor Ölerpressung, denn Uran gibt es auch bei uns. Kernkraftwerke bedeuten Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit.